Dann herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Türkei-Rundfahrt. Heute geht es von Alanya nach Antalya. Über 150 Kilometer knapp. Mit dabei ist wieder mal, oder immer noch, der Konrad. Ja, Hallihallöchen. Hallo. Und ja, der ist einfach da. Der ist hier. Mhm. Ja, ist mir auch egal. Ich sitze sozusagen auf dem Gepäckträger und fahre mit. Genau. Ich sitze mit mir im Mannschaftswagen. Ja. So ist es und nur so. Okay. Wir werden heute mal, habe ich jetzt gerade mal spontan entschlossen, versuchen in die Ausreißergruppe zu gehen, wenn sich denn einer entwickeln sollte. Aber das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, denke ich mal. Weil mit dem Sprint hat es ja gestern nicht ganz so gut geklappt. Weil hier doch ziemlich gute Sprinter dabei sind, muss ich sagen. Hätte ich so jetzt gar nicht erwartet, aber hier sind noch einige dabei, die schon was drauf haben im Sprint. Von daher gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen auf mehrere Pferde setzen, wie man so schön sagt. Sagt man es überhaupt? Ich weiß nicht. Ich sag's jetzt mal. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, okay, gut. Na, dann ist ja schön. Ja. Ja, ist doch schön, ne? Ja. Fährst du jetzt im Windschatten vom Motorrad? Darf man das? Eigentlich nicht, aber er hat es tatsächlich gerade gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel das einberechnet hat, dass das irgendwie was bringt. Aber man kann ja durchs Motorrad durchfahren. Wie? Ja, manchmal fahren die auch da durch, so. Warum? Aber guck mal, man kann auch aus der Sicht des Motorrads fahren. Das ist ja eigentlich cool gemacht, ne? Oh, das ist cool. Nutze ich aber irgendwie nie. Warum eigentlich? Sieht aber sieht viel schöner aus. Auto. Ja, ist eigentlich ganz gut. Man kann auch Helikopteransicht machen. Ist halt nur ein bisschen doof, weil die Landschaft so ein bisschen verschwommen ist. Jetzt müsste man die Grafikeinstellung umstellen, aber da bräuchte ich einen besseren PC. Okay. Das Blöde ist halt nur, diese Ansichten sind halt ein bisschen unpraktisch, wenn man ein Rennen fahren will, so richtig. Das ist halt so schade daran. Weil sobald man Fahrer anklickt, geht er sowieso wieder in diese Ansicht. So, kannst du jetzt mal die beiden einholen? Das wäre vielleicht ganz, ganz gut, wenn man hier nicht die ganze Zeit dumm hinterher fährt. Okay. Ja gut, klappt, ne? Nur mal kurz einen Anschiss machen, dann klappt sowas auch. So, drei Fahrer haben wir also an der Spitze. Einmal der Italiener Dadalto aus der United Healthcare Mannschaft, dann Van Niekerk aus unserem Team und Patu aus der Europcar Mannschaft. Und ja, so wie es aussieht, hat das Feld nichts dagegen, dass wir drei uns abgesetzt haben. Zumindest vorerst nicht. Und hier hinten ist das Tempo recht gemäßigt. Da wird nicht großartig hinterhergefahren, von daher sieht es ganz gut aus. Was meinst du, Konrad? Was können wir heute denn erreichen? Ja, wenn du jetzt da vorne den Ausreißer hast, dann kann der ja einfach weiter vorne fahren und kurz vorm Ziel die anderen zwei umschmeißen. Umschmeißen? Ja, so Mario Kart in der Tour de France. Oh Gott, das wäre auch mal lustig. Könnte man doch mal machen, so ein GTA-Radrennen. GTA mit Lenkrad? Ja, da hat jeder irgendwelche Wurfgegenstände am Fahrrad und kann andere abwerfen damit. Das kann man eigentlich mal machen, ja. Das können wir machen, so als Independence. Ja, genau. Das wäre doch eigentlich ein schöner Witz, ne? So Glasflaschen, Autoreifen, Brände, irgendwie sowas. Nee, schon realistisch. Wie realistisch? Also Ninja-Stern oder Wurfmesser. Mhm. Okay, gut. Dann eben so. Warum fällt deiner da jetzt zurück? Weil die anderen beiden sich wieder um den Sprint gekloppt haben. Der interessiert mich aber nicht. Hier war so ein Zwischensprint. Da gibt's Punkte und... Weiß gar nicht, vielleicht auch ein paar Sekunden geschenkt, aber ja, aber die interessieren uns jetzt nicht. Weil das Ding ist, dass es im Zielsprint sowieso viel mehr Punkte gibt als in diesen Zwischensprints. Von daher lohnen die sich meistens nie. Ist meiner Meinung nach sinnlose Kraftvergeudung. Okay. Okay, sechs. Hast du? Ja. Ja, bitte. Nein, erzähl. Hast du das damals auch so gemacht, als du noch aktiv im Radsport warst? Als ich im Radsport war, war es sowieso ganz anders.
da waren die Rennen ganz anders als hier, weil es waren ja... Warum waren da die Fahrräder noch aus Holz oder nee, was? Nee, aber wir waren ja... Ich bin ja nur im Schüleralter gefahren, in U15 und U17 Klasse. Und da waren die Rennen noch viel kürzer, waren es immer so 40 Kilometer meistens bis 60, je nachdem. Und da ging es halt echt auf die Plätze fertig los und dann wurde Vollgas gefahren. Da gab es keine Taktik von wegen Ausreißergruppe und die werden dann professionell von irgendeinem Team eingeholt oder sonst was, sondern das war einfach nur Fahrradfahren. Das war echt Rennen pur. Wirklich Start und los und dann ist echt abgegangen. Also kein Mannschaftssport? Ja, doch manchmal schon. Also tatsächlich haben wir manchmal auch so wirklich, ich kann mich noch an ein Rennen erinnern, da bin ich dann selbst sogar noch Zehnter geworden, da bin ich unglaublich stark gefahren. Für meine Verhältnisse. Das war nämlich ziemlich bergig. Das war so ein Rundkurs in irgendwelchen, ganz komischer Rundkurs auf irgendeinem Fahrradweg am Rande von einer Kleinstadt. Und wir hatten da einen dabei, der halt ziemlich gut drauf war. Und da habe ich für den so ein bisschen das Rennen vorbereitet und das Feld schon mal selektiert sozusagen. Bin da irgendwie 3 Runden richtig Vollgas gefahren, bis ich dann völlig platt war. Und als ich dann halt nicht mehr mitfahren konnte, habe ich nur so hinter mich geguckt und, oder vielmehr bin halt nur so durch die Gruppe gefallen und das Feld war, waren irgendwie 50, 60 Fahrer am Start gewesen und als ich fertig war mit meiner Arbeit, waren es noch 9. Da war ich schon ein bisschen, da war ich echt ein bisschen stolz auf mich. Okay. Weil ich da echt das komplette Feld auseinandergefahren habe. Also das war so eine mannschaftstaktische Sache damals. Da habe ich ein bisschen Gas gegeben, dass er ein bisschen weniger zu tun hat von. Ich glaube, er wurde dann auch Dritter oder so, ist aufs Podium gefahren. Aber ansonsten war nicht viel mit Mannschaftssport. Da war sich jeder selbst der Nächste. Okay. Okay. Ach, der Berlin ist auch da. Hallo. Da stehen. Ja. Mal mit im Gespräch stören. Also so gesehen waren die Zwischensprints damals noch kein Thema, aber es gab auch, glaube ich, gar keine. Kann mich nicht an Rennen erinnern, wo es welche gab. Aha. Ja. Bagger das Thema. So, okay. War ein schönes Thema. Ja, also das ist ein sehr gutes Thema. Bist du eigentlich auch mal Rad gefahren, Kevin, Berliner? Also nicht professionell, sondern immer nur täglich wirklich nur Fahrrad. Also wusste ich gar nicht mal, was laufen ist, sondern nur Fahrrad. Okay. Hatte ich auch so eine Oberschenkel und waren, wie sieht man aus, Zenit, kann man so sagen. Das war krass. Aber nee, heutzutage nicht mehr so oft, verlaufe ich, jogge ich lieber. Okay. Ja gut, das kann man ja machen, ne? Ja. Okay, gut. Naja, gut. Aber nie im Verein oder so, ne? Nee. Alles klar. Könnte ich mal probieren, aber ist halt für mich einfach nur so eine... Ja. Damit ich auf mein Gewicht bleibe, weil ich habe ja schon mal ein bisschen mehr gewogen. Okay. Ja, ist doch dann gut. Ja. Dafür ist ja Radfahren auch sowieso super. Also, oh ja. Da glaube ich, gibt es kaum was Besseres. Okay, gut. Wir gucken mal, es sind nämlich nur 7 Kilometer, sehe ich gerade. Das könnte man sich schon mal langsam ein bisschen drum kümmern dann. Ja. Ach, du hast ja mal gesagt, wegen den Sprints. Ja. Du kannst mal auf Strategie gehen und den Sprinter rausmachen. Wie raus? Weil dann. Na, drück mal Leertaste. Deine Strategie und dann nimmst du den Sprinter und ziehst ihn als Helfer rein. Dann? Weil dann folgt ja nicht jemand anderes. Meinst du was? Naja, du regst dich manchmal auf einmal folgt da einfach jemand anderes als deinen Kollegen, den du ausgewählt hast. Ja. Das ist schon. Ja, aber dürfte doch eigentlich gar nicht. Haben ja nicht auf Strategie gestellt. Nee, ist aber trotzdem irgendwie ein komischer Bug, den sie da reingebaut haben. Also. Es ist doof, das kenne ich auch noch von 2014. Okay. Ja, gut zu wissen. Das wusste ich nämlich nicht. So, okay, gut. Dann also, schauen wir mal, was es hier gibt. Ja, Vanikek ist eigentlich noch gut platziert, aber... Oh, der ist... Aber ich glaube, das wird nichts. Vor allem haben wir da auch einen guten Sprinter mit der Rad, da glaube ich... Ignorieren wir das Ganze lieber mal gekonnt. Ja, Reimer. Ziehen wir dreimal einen Sprint, dann war es schon wieder ein bisschen spät, muss ich sagen. Und Andrea, du kannst Hinterrad nicht halten, alles. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Ja, ich habe schon wieder alles viel zu spät angefangen. Aber mal gucken. Ein bisschen abgelenkt.
Ah, kommt jetzt nochmal. Aber es wird nix. Ah, wird nix. Top 10 ja, aber mehr auch nicht. Wobei vom Sprintbalken her, der war dann doch ziemlich leer am Ende. War vielleicht auch nicht mehr drin. Andreato wird schon wieder 7., Reimer diesmal 9. Und der Buschere gewinnt, also. Ja. Der Busche. Andreato bislang noch nicht so gut drauf, muss ich sagen. Aber gut. Der Buschere gewinnt also vor Markus und Matthews, dann Kreda, Pelucchi, Impey, Andreato, Bohl, Reimer und DB. Also Reimer noch 9., gar nicht so schlecht, ne? Ja, das stimmt. So, Fanike jetzt 9. in der Gesamtwertung, weil er hier die paar Sekunden noch mitgenommen hat. Auf der Flucht. Irgendwie 2 Bonussekunden bekommen und das reicht dann erstmal schon. Um in die Top 10 zu rutschen. Aber die nächste Etappe wird ja doch schwieriger werden. Oh, Berg, ne? Ja. Und zwar. Oh, ich liebe Berge. Hochgebirge, also das wird dann doch ein bisschen. Also kein Hügel. Kein Hügel, nein. Okay. Ganz egal von welchem Planeten. Okay, wundert mich jetzt, dass Kevin ihn verstanden hat, aber du nicht, Konrad. Warum? Weil, weiß nicht, war so eine Anspielung. Aber ist ja egal, ist ja egal. So. Ist ja egal jetzt. Ist egal. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Entweder zur nächsten Etappe der Türkei-Rundfahrt oder zur ersten Etappe der Romandie-Rundfahrt. Kommt drauf an, wie das Spiel halt so Bock hat, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Also bis dahin, ne? Ja. Tschüss.